Ascoltiamo in questo video, dedicato alla serie Ascolta e riascolta, un estratto dal libro di Umberto Eco, Il nome della rosa. L'estratto in questione è composto da alcuni periodi del prologo, in cui l'autore racconta di aver letto, durante un soggiorno all'estero, il manoscritto di un monaco benedettino, riguardante una misteriosa vicenda svoltasi in un'abbazia sulle Alpi piemontesi, i cui protagonisti sono Azzo da Melk, e il suo maestro Guglielmo da Baskerville, due frati francescani, il primo austriaco e il secondo inglese. In questo filmato non è presente la traduzione, dato che serve solo ad abituare l'orecchio al parlato in tedesco. Dem Ende meines sündigen Lebens nahe, ergraut wie die Welt. Und in der Erwartung, mich bald zu verlieren im endlosen, formlosen Abgrund der stillen, wüsten Gottheit, teilhaben schon am immerwährenden Licht der himmlischen Klarheit, zurückgehalten nur noch von meinem schweren und siechen Körper in dieser Zelle meines geliebten Klosters zu Melk, hebe ich nunmehr an, diesem Pergament die denkwürdigen und entsetzlichen Ereignisse anzuvertrauen, deren Zeuge zu werden mir in meiner Jugend einst widerfuhr. Verbatim will ich berichten, was ich damals sah und vernahm, ohne mich zu erkühnen, daraus einen höheren Plan abzuleiten. Vielmehr gleichsam nur Zeichen von Zeichen weitergebend an jene, die nach mir kommen werden, so ihnen der Antichrist nicht zuvorkommt, auf dass es ihnen gelingen möge, sie zu entziffern. Der Herr gewähre es mir in seiner Gnade, ein klares Bild der Ereignisse zu entwerfen, die sich zugetragen in jener Abtei, deren Lage, ja selbst deren Namen ich lieber verschweigen möchte, aus Gründen der Pietät. Es geschah, als das Jahr des Herrn 1327 sich neigte, dasselbe, in welchem der Kaiser Ludwig nach Italien zog, um die Würde des Heiligen Römischen Reiches wiederherzustellen, gemäß den Plänen des Allerhöchsten und zur Verwirrung des ruchlosen, ketzerischen und simonistischen Usurpators, der damals in Avignon Schande über den heiligen Namen des apostolischen Stuhles brachte. Ich spreche von der sündhaften Seele jenes Jakob von Cahors, den die Gottlosen als Papst Johannes den 22. verehrten. Dem Ende meines sündigen Lebens nahe, ergraut wie die Welt und in der Erwartung, mich bald zu verlieren im endlosen, formlosen Abgrund der stillen, wüsten Gottheit, teilhaben schon am immerwährenden Licht der himmlischen Klarheit, zurückgehalten nur noch von meinem schweren und siechen Körper in dieser Zelle meines geliebten Klosters zu Melk, hebe ich nunmehr an, diesem Pergament die denkwürdigen und entsetzlichen Ereignisse anzuvertrauen, deren Zeuge zu werden mir in meiner Jugend einst widerfuhr. Verbatim will ich berichten, was ich damals sah und vernahm, ohne mich zu erkühnen, daraus einen höheren Plan abzuleiten. Vielmehr gleichsam nur Zeichen von Zeichen weitergebend an jene, die nach mir kommen werden, so ihnen der Antichrist nicht zuvorkommt, auf dass es ihnen gelingen möge, sie zu entziffern. Der Herr gewähre es mir in seiner Gnade, ein klares Bild der Ereignisse zu entwerfen, die sich zugetragen in jener Abtei, deren Lage, ja selbst deren Namen ich lieber verschweigen möchte, aus Gründen der Pietät. Es geschah, als das Jahr des Herrn 1327 sich neigte, dasselbe, in welchem der Kaiser Ludwig nach Italien zog, um die Würde des Heiligen Römischen Reiches wiederherzustellen, gemäß den Plänen des Allerhöchsten und zur Verwirrung des ruchlosen, ketzerischen und simonistischen Usurpators, der damals in Avignon Schande über den heiligen Namen des apostolischen Stuhles brachte. Ich spreche von der sündhaften Seele jenes Jakob von Cahors, den die Gottlosen als Papst Johannes den 22. verehrten.
dem Ende meines sündigen Lebens nahe. Ergraut wie die Welt und in der Erwartung, mich bald zu verlieren im endlosen, formlosen Abgrund der stillen, wüsten Gottheit, teilhaben schon am immerwährenden Licht der himmlischen Klarheit, zurückgehalten nur noch von meinem schweren und siechen Körper, in dieser Zelle meines geliebten Klosters zum Melk, hebe ich nunmehr an, diesem Pergament die denkwürdigen und entsetzlichen Ereignisse anzuvertrauen, deren Zeuge zu werden mir in meiner Jugend einst widerfuhr. Verbatim will ich berichten, was ich damals sah und vernahm, ohne mich zu erkühnen, daraus einen höheren Plan abzuleiten. Vielmehr gleichsam nur Zeichen von Zeichen weitergebend an jene, die nach mir kommen werden, so ihnen der Antichrist nicht zuvorkommt, auf dass es ihnen gelingen möge, sie zu entziffern. Der Herr gewähre es mir in seiner Gnade, ein klares Bild der Ereignisse zu entwerfen, die sich zugetragen in jener Abtei, deren Lage, ja selbst deren Namen ich lieber verschweigen möchte, aus Gründen der Pietät. Es geschah, als das Jahr des Herrn 1327 sich neigte, dasselbe, in welchem der Kaiser Ludwig nach Italien zog, um die Würde des Heiligen Römischen Reiches wiederherzustellen, gemäß den Plänen des Allerhöchsten, und zur Verwirrung des ruchlosen, ketzerischen und simonistischen Usurpators, der damals in Avignon Schande über den heiligen Namen des apostolischen Stuhles brachte. Ich spreche von der sündhaften Seele jenes Jakob von Cahors, den die Gottlosen als Papst Johannes den 22. verehrten. Dem Ende meines sündigen Lebens nahe, ergraut wie die Welt und in der Erwartung, mich bald zu verlieren im endlosen, formlosen Abgrund der stillen, wüsten Gottheit, teilhaben schon am immerwährenden Licht der himmlischen Klarheit, zurückgehalten nur noch von meinem schweren und siechen Körper, in dieser Zelle meines geliebten Klosters zum Melk, hebe ich nunmehr an, diesem Pergament die denkwürdigen und entsetzlichen Ereignisse anzuvertrauen, deren Zeuge zu werden mir in meiner Jugend einst widerfuhr. Verbatim will ich berichten, was ich damals sah und vernahm, ohne mich zu erkühnen, daraus einen höheren Plan abzuleiten. Vielmehr gleichsam nur Zeichen von Zeichen weitergebend an jene, die nach mir kommen werden, so ihnen der Antichrist nicht zuvorkommt, auf dass es ihnen gelingen möge, sie zu entziffern. Der Herr gewähre es mir in seiner Gnade, ein klares Bild der Ereignisse zu entwerfen, die sich zugetragen in jener Abtei, deren Lage, ja selbst deren Namen ich lieber verschweigen möchte, aus Gründen der Pietät. Es geschah, als das Jahr des Herrn 1327 sich neigte, dasselbe, in welchem der Kaiser Ludwig nach Italien zog, um die Würde des Heiligen Römischen Reiches wiederherzustellen, gemäß den Plänen des Allerhöchsten, und zur Verwirrung des ruchlosen, ketzerischen und simonistischen Usurpators, der damals in Avignon Schande über den heiligen Namen des apostolischen Stuhles brachte. Ich spreche von der sündhaften Seele jenes Jakob von Cahors, den die Gottlosen als Papst Johannes den 22. verehrten.